Unsere Philosophie in Württemberg ist es, und speziell bei uns in Kleber und Güglingen, dass wir die Rebsortentypik einer jeden Rebsorte herausarbeiten. Wir haben eine unglaubliche Rebsortenvielfalt in Württemberg und da speziell Rotweine, 80% Rotwein. Und da versuchen wir ganz speziell in unserem Gebiet Lemberger, Trollinger, Schwarzriesling mit sehr, sehr feiner Rebsortenstilistik rauszuarbeiten. Und das ist eigentlich unsere Philosophie, verbunden natürlich mit einem also sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis. Ja, die spannendste Zeit für mich ist so immer das Thema, wir mussten das dieses Jahr am eigenen Leib erleben mit dem Spätfrost, was ja bei uns in Deutschland immer noch ein Damoklesschwert ist. Wenn das überstanden ist, dann natürlich dann die Blüte und im Besonderen natürlich die Lese. Und da ist jetzt bei uns so in Kleber und Güglingen, dass wir sehr hochgelegene Weinbergslagen haben an unserem Michaelsberg. Und dort haben wir nicht nur die Rotweinspezialität, sondern auch den Riesling als Spezialität. Die Weinberge liegen fast 400 Meter hoch. Und dort haben wir sehr lange, sehr gesunde Trauben hängen. Die hängen jetzt im November oder beginnend im November immer noch draußen. Und da ist das Spannende, dann einfach zu wissen, macht das Wetter jetzt noch mit? Können wir noch eine Woche oder zwei Wochen spekulieren? Und da sind die Nerven der Winzer natürlich sehr angespannt. Unsere Philosophie ist so spät wie möglich. Und das ist natürlich spannend, dann jeder Tag, der dann sagt, jeder Sonnentag, wo wir sagen, jetzt hängt es immer noch, das ist einfach ein tolles Gefühl.